Servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Chris, ja, heute mit einem neuen Gameplay von Call of Duty Black Ops auf der Map Nuketown. Wir spielen, ja, Herrschaft und ich habe dabei die Spectre mit Schnellfeuer und das Ganze schön in Gold verpackt. Ja, heute mal wieder versucht, mit ein bisschen anderer Waffe zu spielen. Ich muss gestehen, das Gameplay ist schon etwas älter. Der Score am Ende ist, ja, ist in Ordnung für die Waffe. Und was für Abschussserien habe ich dabei? Ich habe dabei den Napalm-Angriff, den Mörser-Anschlag und den Attack-Helikopter. Jetzt werden viele sagen, mit dem Attack-Helikopter blockierst du ja alles, der macht doch sowieso nichts. Aber ich finde, der ist wirklich sehr effektiv auf Nuketown. Wenn man den nicht direkt in der Map platziert, sondern einfach, ja, ein bisschen daneben. So jetzt zum Beispiel hier rechts außen könnte man den platzieren. Und da hat er auch wirklich einen sehr guten Erfolg. Und der Napalm ist einfach dafür da, um die Spawns dicht zu machen, um Positionen zu safen. Das gleiche mit dem Mörser-Anschlag. Auf den Spawn gehalten, macht das so manchen Kill. Ja, was steht jetzt demnächst so alles an? Also Black Ops, Mann, endlich, bald ist die Saga endlich vorbei in meinen Augen. Oh, ich habe hier so einen Kabelwirrwarr auf meinem Headset, ihr denkt das gar nicht. Und ich nehme mir mal Commander Kriegers, ja, Vorschlag zu Herzen, was er auf dem YouTuber-Kongress gemacht hat. Ich kommentiere das Ganze heute mal im Stehen und nicht im Sitzen. Lauf hier planlos durch mein Arbeitszimmer rum, schaue aus dem Fenster und da sehe ich nichts. Ja, was bringt das Ganze? Es ist klar, man hat ein bisschen mehr Elan im Stehen, man ist nicht so gelangweilt und ich denke mir mal, komm, das probieren wir jetzt einfach mal aus und machen das. Weil ja eigentlich Commander Krieger steht ja für Erfolg im YouTube-Business. Ja, ich war ja vorhin, habe ich jetzt leider abgehakt, Call of Duty, Black Ops, die Saga ist bald vorbei, bald kommt MW3, lang erwartet und lang ersehnt. Ich hoffe, es wird kein Reinfall. Ich habe ja den Spec Ops Modus schon auf der Gamescom spielen können und da war es auf jeden Fall Bombe. Bald auch das gleiche, Battlefield kommt raus. Ja, Battlefield, was mich jetzt wirklich so richtig umgehauen hat, man kann dort Server suchen. Also es ist jetzt nicht so, ich weiß, mir fehlt jetzt leider der Fachname, Dedicated Server oder so, keine Ahnung. Findet dieses Mal nicht statt, man kann sich den Server selber aussuchen und ihr wisst, was das heißt, Leute. Okay, falls ihr es nicht wisst, das bedeutet, einfacher mit den Abonnenten spielen. Also, sollte ich Battlefield bekommen, und das ist, wird auf jeden Fall der Fall sein, ich bekomme es von einem guten Kumpel geschenkt aus der Schweiz, und der schickt mir das zu, ich wäre es dann halt 4, 5 Tage oder eine Woche verspätet bekommen, aber das wird heißen, es wird ein paar Abonnenten-Gameplays werden folgen, weil einfach die ganze Sache total easy ist. Ja, ich werde das Ganze höchstwahrscheinlich nicht offiziell so in YouTube die ganze Zeit sagen, weil da müsste ich für jeden Abend, wo wir uns treffen oder wann das, wie oft das auch immer stattfindet, kann ich euch nicht sagen, müsste ich jedes Mal ein Video rausbringen. Das ist natürlich totaler Quatsch und um einfach ja diesen großen Anreiz zu sichern, mache ich das Ganze lieber über Facebook, über meine Fanseite, ist auf meinem Kanal, jetzt wollte ich schon sagen Anal, nee, das wollen wir nicht, also darauf stehe ich nicht, ist verlinkt. Ihr könnt dort, ja, oben rechts müsste mein Facebook-Profil sein, ist verlinkt, einfach auf Facebook draufklicken und ihr seid auf meiner Fanseite. Ja, oder ihr guckt einfach, ja, ich glaube, das ist die einfachste Methode. Guckt einfach da drauf und ich denke, wenn Battlefield 3 erstmal außen ist, werden da ein paar Abonnenten Games folgen. Das Coole ist ja, man kann bis zu 32 Spieler spielen und da kriegen wir halt wirklich richtig geil die Lobbys voll und ich denke mal, da werden wir einen riesigen Fun haben. Und das Schöne ist auch, man kann auch wirklich differenzieren. Man kann die Lobby zumachen, gibt auf Facebook einfach ein Passwort durch, nicht dass irgendwelche Random Guys reinjoinen und euch die Plätze wegnehmen. Deswegen Battlefield 3 Pluspunkt Nummer 1, richtig geile Aktion und ich bin wirklich mal gespannt, wie es ist. Die Beta war ja ein bisschen verbuggt, aber das hindert mich trotzdem nicht dran, das Spiel irgendwie zu organisieren. Und jetzt könnt ihr euch dann demnächst auch auf Battlefield 3 Gameplays freuen. Es wird natürlich jetzt nicht gleich am Anfang voll das krasse Zeug kommen. Ich bin kein Battlefield-Spieler, das soll gesagt sein. Es wird MW3 bald rauskommen, das ist auch so mein absolutes Favorite-Game. Momentan Batman Arkham City, das fesselt mich sowas von. Die Story einfach zu geil. Das Problem ist immer, ich kann nicht immer so lange spielen, sondern ich nehme ja nebenbei auf, um euch alles pausenlos zu präsentieren. Und das sind halt immer 2 Stunden Game.
da muss man das Video zusammenschneiden, kommentiert eine Viertelstunde davon. Ja, und deswegen komme ich da auch nicht so schnell voran. Vielleicht lasse ich auch irgendwann ein paar Szenen aus und zock einfach, weil ich halte es einfach nicht mehr aus. Ja, das gleiche, MW3 kommt raus, Assassin's Creed Revelations, MW3, Battlefield 3, ich habe jetzt, glaube ich, was doppelt gesagt, Uncharted 3, jetzt am Ende des Jahres folgen die ganzen krassen Sachen und da bin ich mal richtig gespannt, was uns so verfolgt. Natürlich kann ich mir nicht jedes Spiel gleich am Anfang kaufen, ist eine richtig teure Angelegenheit, 60€ pro Titel, das ist schon eine Stange Geld, auch für mich als Arbeitenden oder als YouTube-Partner ist das trotzdem eine Menge Asche, weil ich muss auch meine Wohnung irgendwie finanzieren. Jetzt steht demnächst das iPhone an, ich brauche einen Drucker und ja, all solche Sachen kommen jetzt und deswegen wird das nicht gleich am Anfang folgen. Ich werde auf jeden Fall bei Amazon UK eine fette Bestellung machen, so 5 Games, wenn ich welche finde. Rage wird 100% dabei sein, irgendwas, was richtig fetzt halt. Da werden wir ja sehen, was ich mir bis dato gekauft habe und was ich noch nicht habe. Also da könnt ihr euch freuen, da werden diverse Gameplays kommen. Natürlich werde ich wieder, so wie es immer ist, nicht jedes Spiel komplett durchzocken, weil mir einfach die Zeit dazu fehlt und weil einfach die meisten Leute dann sowieso wieder Battlefield oder MW3 spielen. Ich will mit den Leuten unbedingt zusammenspielen, ihr kennt das ja. Alleine macht sowas nicht Spaß, außer die Story oder der Singleplayer so fetzt, er fetzt so rein, dass man sagen kann, boah, komm, scheiß drauf auf die Leute jetzt, jetzt wird Singleplayer gezockt. Das ist aber nur bei den seltensten Spielen der Fall, deswegen, ja, bin ich mal, ja, weiß ich noch nicht genau, was alles kommt. Jetzt am 22. Februar wird auch höchstwahrscheinlich die PlayStation Vita in Deutschland rauskommen. Es kommt drauf an, ob ich sie gleich beim Release kaufe. Es liegt damit einfach zusammen, was für Spiele rauskommen, gleich zum Verkaufsstart. Wenn da nur Rotze rauskommt, hat die PS Vita mich nicht überzeugt. Dann werde ich warten, bis irgendein geiler Titel ansteht und da werden wir uns mal gespannt dann auch auf ein paar Sachen freuen, was uns da erwartet, ne? Ja, genau. Ja, ich habe ja auch bald Geburtstag. Für die Leute, die es nicht wissen, am 10. November. Wie alt wäre ich? 23, logischerweise. Dafür. Die 88 steht für keine Parolen, sondern das ist einfach mein Geburtsjahr. Das verwechseln manche ein bisschen, weil ich so überhaupt nicht drauf bin, nicht so angehaucht. Und ja, und da wäre ich mal wieder ein Jahr älter. Und da fragen sich viele, boah, wie feiert denn der Kerl? Ich feiere eigentlich gar nicht. Kann ich euch ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock, da einen Haufen Cash auszugeben oder wenn dann nur im kleinen Kreis, laden ein paar Leute zu mir nach Hause ein, wir ballern uns weg, gehen vielleicht danach in einen Club oder so. Ja, so wird das Ganze ausschauen. Nichts Großartiges. 23 ist auch kein spezieller Geburtstag. Ich habe mit 18 fett gefeiert, mit 19 fett gefeiert, aber irgendwann ist auch Schluss. Das Ganze kostet einen Haufen Spaß und ich bin halt so einer, wenn ich dann einen Geburtstag feiern will, dann will ich dann auch im Club richtig die Sau rauslassen und da fliegen halt ein paar Hunis raus halt, ne? Wenn nicht sogar im vierstelligen Bereich und da habe ich wirklich momentan kein Geld dafür und auch wirklich, habe auch keinen Bock, meine Kohle dafür rauszuwerfen, weil es stehen ja auch ein paar andere Sachen an, irgendwann muss auch mal mein Führerschein endlich mal gemacht werden. Ihr kennt's ja, also Leute, bitte nehmt euch da mich nicht als Vorbild, macht euren Führerschein, am besten während der Schulzeit, ihr habt während der Arbeit keine Möglichkeit, da irgendwie was zu machen. Und macht's lieber während der Schule, ab 17 geht jobben irgendwie nebenbei, um euch dann zu finanzieren. Ein Führerschein ist schon eine richtig praktische Sache, bloß ich habe leider momentan nichts davon, weil ich leider keinen habe. Aber das wird sich auch ändern. Ich möchte mein neues Fahrrad kaufen und hier seht ihr einen fetten Bug. Und so war das wirklich in dem Game. 7,89 zu 7,89, krass. Wer kann diesen Score toppen, der soll mir bitte eine Nachricht schreiben. 789 zu 789. Jetzt seht ihr meine Stats. Wenn euch das Video gefallen hat, bewerten nicht vergessen. Empfehlt mich weiter. Ihr könnt mich auch abonnieren, wenn ihr möchtet. Servus Leute, ich bin raus, euer Chris.